Moin Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Assassin's Creed Valhalla. Hier ist ein totaler Aufruhr. Ich soll mich mit Stove und Erke treffen. Wir werden diese Mordverschwörungssache weiter fortführen. Der Blutekel und der Pfeil sind bereits im Kasten. Die haben wir gekillt. Der Kompass muss sich aber zeigen. Wenn wir den Kompass aufgedeckt haben, müsste sich eigentlich... Ich zeig euch das. Das muss ja eigentlich dann der Fall sein. Wenn wir diesen Zweig komplett haben, es ist nur noch der Kompass, muss sich dieser hier offenbaren, der Kiel. Da, der Kiel ist ein Nordweger, der Reak Filki verlassen hat. Der Kiel ist ein bärtiger Mann, hat Erke einen, ich habe die ganze Zeit Erke im Kopf. Der Kiel befehligt ein mächtiges Schiff samt Besatzung, der Kiel kennt Eivor persönlich. Der Kiel ist reiselustig. Ein Hinweis noch, wer könnte das sein? Wir werden jetzt den Kompass hier ausfindig machen. Er ist groß und stark und so gut wie tot. Den habe ich schon gesehen. Das ist der Mann, der den Schmied besucht hat. Das war der Kompass. Ich erkenne ihn, ihr erkennt ihn. Ja krass, ich gehe jetzt erstmal da rein. Aber an der Haupttür ist ein kleiner Aufruhr hier. Ich werde hier dafür rein. Es war ein Held und ihr ließt ihn sterben. Die regen sich darüber auf, dass Afgos, der Pfeil, tot ist. Und die geben denen die Schuld. Draußen sind ein paar mürrische Besucher. Er hat auch ein Bart, der Erke. Wir haben dich nicht gehört. Befehligt er auch ein Schiff? Wurde auch Zeit. Seid vorsichtig, draußen braut sich was zusammen. Ja. Wart ihr heute schon mal draußen? In den Straßen braut sich irgendetwas zusammen. Ich hörte sie rufen. Der Tod von Afgos und Fredeswit hat viele verärgert. Dann hoffen wir mal, dass der Kompass unter ihnen ist. Daran zweifle ich nicht. Doch sind wir für ihn bereit? Ja, was wissen wir über den Kompass? Soll ich mal fragen? Gehen wir die Tatsachen durch. Was wissen wir über den Kompass? Ich frage. Wir sollten uns auf den Kompass konzentrieren. Alles sammeln, was wir wissen und offen auf den Tisch legen. Aye. Gute Entscheidung, Leute. Okay. Wir ließen fliegen den Federstock und trockneten der tückischen Tinte Fass. Nun warten wir, dem Wolfe gleich, auf ihres rachsüchtigen Herrn und Rinsa-Reiters Wiederkehr. Schön, schön. Da hat wohl jemand von Odins Met getrunken. Ich habe auch nicht so viel begriffen. Wir wissen, dass der Kompass ein Seemann ist, ein Schiffsführer aus dem Frankenreich. Und er wird nicht gerne hören, dass sein Schiff ein Leck hat, sozusagen. Nach dem Tod des Blutegels und des Pfeils wird er sich rächen wollen. Nur wissen wir nicht, wie oder wann. Abgesehen davon bleibt dieser Mann unsichtbar. Ein Feigling, wenn du mich fragst. Rennt in eurer Hölle, ihr verfluchten Gräben! Ist er das? Wir sitzen fest! Gibt es noch einen Ausgang? Na oben. Der Turm! Da ist ein offenes Fenster, an das sie nicht rankommen! Ich gehe hoch! Such nur einen anderen Weg! Alter. Was? Die Leute sind richtig verärgert. Durch da? Wo ist das Fenster? Und da gibt's was zu holen. Ja, ach was. Gibt's aber was zum Sammeln. So, der Arsch steht in Flammen und ich sammle Schätze. Was ist denn jetzt? Runter. Fenster. Kann ich da nicht durch? Na also, die ganze Zeit macht er das nicht. Ich muss so. Hoch. Alter, hier steht ja alles in Flammen.
Die Türen sind irgendwie versperrt. Da hat sich gerade geöffnet, nicht wahr? Ist er dabei? Hab dich! Start des Krieges, Leute. Das ist nur ein Vorgeschmack auf das Höllenfeuer, das euch blüht. Ast rein! Gehen wir! Okay, wir haben ihn gerettet. Wir haben alle beide gerettet. Komm, 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 komm. Ich folge euch. Ja, lauf, Junge, lauf! Die Folge soll nicht so lang gehen. Haben wir den Kompass bereits geöffnet? Ja, ja. Wisselin. Er entsendet Truppen von seinem Schiff im Hafen von Lunden. Das ist der Alte. Krass. Also, machen wir uns auf den Weg. Er hat diese Männer geschickt, okay. Vom Dach aus konnte ich die Stadt überblicken. Im Hafen liegt eine neue Flotte vor Anker. Der Kompass. Das Schwein. Wenn wir die Rutten bemannen, die Afgos gebaut hat, könnten wir einen wahren Pfeilhagel auf sie niederprasseln lassen. Ich würde eher die Flanke nehmen, um dieses Heer zu umgehen und die Boote zu erreichen. Wenn wir der Bestie den Kopf abschlagen, werden die Männer des Ordens leicht zu besiegen sein. Route mit Stove, Flanke mit Erke. Ich gehe alleine. Ich traue dem Erke nicht. Route mit Stove. Ich wüsste die Roten lieber auf unserer Seite. Ich folge dir, Stove. Die sind gefährlich. Das sind diese fetten Armbrustdinger da. Wenn die Feinde die haben, ist das richtig böse. Heute Nacht endet es. Möge Gott unsere Schwerter lenken und uns den Rücken decken. Also ist die Stimme der Vernunft. Wir sehen uns, wenn es vorbei ist, Erke. Verlass dich. Das wird eine richtige Schlacht, ne? Er greift von der Temese oder Themse aus an. Alles klar, komm. 200 Meter. Die ganze Stadt ist in Flammen im Aufruhr. Wegen diesen Knalltypen hier. Hat dir das gefallen? Was sind diese Stowe-Dinger, ne? Die schießen gerade auf mich. Ich muss da hin. Bezahl für deine Schützen! Haha, die ganze Stadt, ey. Krieg, Junge. Ast rein. Zerstört hin und töte den Kompass. Wo ist denn der Penner? Gebiet finden. Ich kann meinen Raben doch nicht benutzen. Ah, jetzt auf einmal. Der ist da hinten auf dem... Wow! Genug jetzt! Junge, heil dich mal! Kommt von der Seite! Alter, das sind diese Scheißdinger da hinten! Ich sagte euch, die machen Schaden! Also hinter. Okay. Okay. Dass da Fässer steht, ist natürlich dumm von euch. Richtig dumm. Ich schau mir den Kompass. Das Arschloch. Da ist er auch schon.
Sabotieren wir das Ding mal. Wo ist er? Rührt vielleicht einer von euch einen Finger, um seinem Herrn beizustehen? Das ist also der Kopf. Da ist er. Durch den Ozean zu warten. Hoch, 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 hoch. Was ist denn da? Ich häng fest. Das war's mit dir, Junge. Bam. Wow. Feuerpfeile. Leck. Der bleibt da einfach stehen. Scheiße, der ist unter Wasser. Ja, ich hoffe, ich komme da noch irgendwie ran. Dann tauchen wir mal ab. Sehr gut. Ja. Der Kompass hat zwar richtig einen Krieg hier nach Lunden gebracht, aber wir haben ihn geklärt. Zu Asche verbrennen, was man nicht besitzen kann, so fühlen sich nicht mal Kinder auf. Zur Hölle mit Lunden. Udigard hat gut daran, es niederzubrennen. Ein Scheißhaus aus Stein und Mörtel. Nur in Flammen strahlt es hell und schön. Wirst du nun über diese Asche herrschen und das Volk deiner Willkür unterjochen? Nö. Du verfügst wahrhaftig über Macht. Macht, die du dir verdient hast. Meine Arbeit in Lunden ist getan. Das reicht mir. Lunden war nicht mehr als ein Anfang. Mein Orden reicht weiter, als eure kleinen Schiffchen euch tragen können. Vergiss das nie, drückt mein alter Freund. Ein Mann auf See mag Gold und Ruhm haben. Doch er ist immer ein Sklave der Gezeiten. Wir sind diese Gezeiten. Sehr gut. Der Kompass ist down, Leute. Sehr schön. Okay, bevor ich hier unten ertrinke, erstmal hoch. Erstmal hoch. Ist der Kampf vorbei? Ich muss mal rein. Gorm Kjötvison. Das ist der Sohn vom Kjötvi. Der Grausame, der unser Vater umgebracht hat und Mutter. Krank. Und der hat es geschafft, so einer der Obersten des Ordens zu werden. Haytham könnte mehr wissen über ihn. Also um ihn kalt zu machen, müssen wir mit Haytham reden in unserer Siedlung. Wir machen aber Lunden erstmal dingfest, dann schauen wir mal weiter, ja? Wer weiß, wie lange es wird. Der Kiel. Warum ist der Kiel, nicht Erke? Okay, dann habe ich den zu Unrecht beschuldigt. Zumindest darüber nachgedacht. Ich habe ihn ja nicht beschuldigt. Also nur verdächtigt. Gut, reden wir mit Stove und Erke. Ich hoffe, ihr seid jetzt wieder alle cool und freut euch auf Stove und Erke. Da bist du ja. Dir haben wir unser Glück zu verdanken, Dränger. Wie sehe ich aus? Halb betrunken und halb verbrannt? Weder noch. Und das Blut auf deiner Klinge steht dir gut. Der Kompass ist tot. Lunden gehört euch. Reißt es ab oder baut es auf? Wir bauen auf. Wir verstärken die Mauern, führen Familien zusammen und diesmal nehmen wir weniger Holz und mehr Stein. Nicht jetzt, Erke. Ich brauche einen Moment, um den zu beten. Wir uns gemeinsam. Bis wir uns wiedersehen, hoffe ich. Ihr steht mir auch bei, wenn ich euch rufen lasse. Du kamst nach Lunden auf der Suche nach einem Die Herren von Lunden. Gefunden hast du zwei. Eibroger, das hast du dir verdient. Ein Silberring für deinen Rabensitz. Trück hat ihn mir einst geschickt. Ich denke, du hast es dir verdient, ihn zu tragen. Ich bin gerührt, Erke. Ich trage ihn mit Stolz. Gute Freunde, die zwei, nicht wahr? Und Erke scheint ja doch in Ordnung zu sein. Zumindest scheint es so. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Sehr gut. Damit haben wir Lunden eigentlich abgeschlossen. War schon heftig, ne? Dass es am Ende hier auf einmal alles
brennt. Aber mal ganz ehrlich, wenn der Kompass nicht so einen Offensivangriff gestartet hätte, auch gegenüber die Bevölkerung von Lunden, wäre Stove und Erke vermutlich gar nicht so beliebt, nicht wahr? Wenn der Kompass das auch so verdeckt gemacht hätte, wäre viele von der Bevölkerung immer noch gegen Stove und Erke. Ihr könnt dem Kompass dafür danken. Der Orden wird enthüllt. Ich habe sogar eine Trophäe dafür bekommen. Brauche ich jetzt nicht gucken. Ich habe eh da nur Bluescreen. Lunden, die Saga ist abgeschlossen. Ich bringe ihr besser die Vorerkunde. Machen wir. Machen wir. Nach Ranvi zurückkehren und Bericht erstatten, Leute. Wir sehen uns in unserer Siedlung vor Ort. Bis gleich. Ranvi. Hier hat sich lange nichts mehr getan, ne? Wie wär's nochmal mit einem Angriff oder so? Ich fand das ziemlich krass, also cool eigentlich, dass unsere Siedlung mal angegriffen wurde. Das hatte schon was, nicht? Je höher die Bekanntheit, desto öfter sollten eigentlich sowas stattfinden. Gut, kann ja sein, dass das niemals der Fall sein wird. Nicht mehr. Reden wir mal mit dir. Lunden steht uns bei und ist frei vom Orden. Gut, Haitham wird zufrieden sein. Bündnis geschlossen mit Lunden. Jetzt haben wir noch zwei Ortschaften. Ich sollte mit Haitham reden. Ja gut, machen wir das. In fremden Landen. Neue Quest. Annehmen. Wir reden mal mit Haitham, gerade wegen Gorm. Genau, das steht auch schon da oben. Lunden wurde vom Orden bereinigt. Vorerst haben sie dort keine Macht mehr. Das sind gute Neuigkeiten. Ich würde sie gebührend zelebrieren, doch nun leidet Jofavik unter demselben Befall. Die Stadt wird von Nordleuten beherrscht. Ich sollte dort leichter Verbündete finden. Das ist ein hoffnungsfroher Blick darauf. Sprich mit Randvi, wenn du dorthin reisen möchtest. Ich habe hier etwas für dich. Eine Nachricht, die dich verstimmen könnte. Sprich nur. Verstimmen Erinnerst könnte. Du dich an Kjötvis Sohn, Gorm? Ja. Er hat mittlerweile den Platz seines Vaters im Orden eingenommen. Ist das so? Ist Gorm hier in Englerland ein weiterer Name auf unserer Liste? Er ist eines unserer Ziele. Aber er ist nicht in Englerland. Er ist weiter westlich. Finnland. Winland, vor Jahrhunderten von einem irischen Seemann namens Brenin entdeckt. Der Orden der Ältesten ist neuerdings sehr an Winland interessiert, aber ich vermag nicht zu sagen, warum. Lass es mich für dich herausfinden. Nachkommst. Leute. Ist Quellen zufolge weit entfernt. Ja. Es könnte Wochen dauern, ihn zu finden. Nach langer, gefährlicher Reise. Weit entfernt. Keine Gefahr, Leute, könnte mich abschrecken, Haitham. Ich spreche mit Randvi und plane die Überfahrt. Gab es sonst noch etwas? Wenn ich dir keine Ordenssiegel mehr überreichen kann, war das eigentlich helfen? Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Hervorragend in fremden Lande. Wir können da nach Finnland reisen. Es gibt also drei Ländereien, wo wir hingehen können. Norwegen, Engelland und Finnland. Finde ich richtig klasse. Und der Gorm hält sich da auf? Was für ein Typ. Naja, mit ihm haben wir ja schon mal das Vergnügen gehabt. Und es wird Zeit, ihn endlich den Arsch aufzureißen. Wir reden mit Randvi und schau mal. Zeig mir deine Bündniskarte. Ich möchte nach Winland. Eigentlich. Hast du mit Haitham über Winland gesprochen? Ja. Das habe ich. Gut, ich habe es auf der Karte eingetragen, wobei der genaue Ort etwas geraten ist. Sag mir, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Nicht schlecht. Wir haben hier schon einiges, ne? Wir haben jetzt noch Scrobshire, Nottinghamshire. Und dann hier oben dieses Eofvik. Aber wo ist Finnland? Ja, hier ist es. 160 empfohlene Stärke. 130 empfohlene Stärke. 250 empfohlene Stärke. Und 190 empfohlene Stärke. Okay. Ich habe gesagt, ich werde mich der Stärke hocharbeiten. Ja, 190. Das wird das letzte sein. 250. 130. Und 160. Das heißt, bevor ich nach Finnland reise und dem Gorm den Arsch aufreiße, kümmern wir uns um Scrobshire. Also beraten wir uns über Scrobshire. 130. 190. Nach Scrobshire werden wir Finnland betreten, okay?
Cheolbert ist also nach Shobeshire gereist. Genau, Cheolbert, der König von Mercia. Ja. Der Schier steckt schon lange im Sumpf des Krieges gegen Rodri, König der Bretonen. Cheolbert hofft, einen Frieden mit den Bretonen des Westens auszuhandeln. Ein schwieriges Unterfangen für einen Grünschnabel. Was der Sohn von dem König auch macht, Sir Cheolbert. Sicherlich. Aber ich halte es für besser, wenn du diesen Gesprächen beiwohnst. Wenn Cheolbert es schafft, erhalten wir ein wertvolles Bündnis. Der Junge ist kämpferisch nicht so gut unterwegs, nicht wahr? Es sei denn, Randvi hat die Maoren nicht durchgenommen. So, ich werde mich skrobisch hier angeloben. Sehr schön. So langsam tut sich hier was. Gleich nach Shobeshire auf. Ich bin erleichtert. Shobeshire. Er und Ivar sollten gerade in Quadford sein. Oh. Du findest es entlang des Sefern. Er ist mit Ivar unterwegs? Wenn Ivar bei ihm ist, werde ich dringend gebraucht. Das hat die vorher gar nicht erwähnt. In fremde Lande. So, dann werde ich diese Folge an dieser Stelle mal beenden. Und in der nächsten Folge werden wir mal gucken, was in Shobeshire los ist. Und was Ivar da mit dem jungen Cheolbert treibt, ja? Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren und das Glöckchen zu aktivieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.